Okay, meine Lieben, Fall Nummer 2, Tod auf der Themse. Ich bin gespannt, Wasserleichen sind da. Ich hoffe, wir kriegen sie ja nicht zu sehen, denn die sehen ja meistens eher weniger hübsch aus. So, da sind wir auch schon. Das ist also das berühmte Scotland Yard. Liegt ja gar nicht in Schottland und ich hatte mich schon gefreut. Schon recht imposant, nicht wahr? Aber sowas von. Man muss ja auch bedenken, dass die Metropolitan Police dafür verantwortlich ist, das Gesetz in ganz London zu hüten. Das hier ist ein ganz besonderer Ort und nicht nur, weil Miss Layton und ich uns hier kennengelernt haben. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von Ernest halten soll, muss ich dazu sagen. Ich weiß es noch wie gestern. Was für eine schicksalhafte Begegnung. Nicht wahr, Miss? Ha, das ist jetzt nicht die Zeit für nostalgische Schwelgereien, Ernest. Inspektor Hastings hat einen möglichen Mord für uns. Oder vielleicht auch nicht. Kommt, gehen wir rein. Oh, tut mir leid, Miss. Du hast natürlich recht. So. Ab jetzt findest du die Fallfinale in Kits Tasche. Was finden wir? Fall. Nochmal. Nein, ich möchte in deine Tasche gucken. Okay, Fallfinale sind Mini-Episoden, die du nur hier findest. Nach jedem gelösten Fall erscheint ein neues Fall. Ah, Fallfinale. Okay. Da der Fall jetzt gelöst ist, kannst du dir die Beschreibung der Hinweise in der Akte ansehen. Welche mir geholfen haben. Okay. Schaue dir die Akte an, um deine bisherigen Erfolge Revue passieren zu lassen. Ja, ich hatte gar nicht den Eindruck, dass wir das wirklich als Erfolg verbuchen können. Aber schauen wir doch mal rein. Diese kurzen Geschichten zeigen, wie es bei einigen Charakteren nach der Haupthandlung weiterging. Ah, okay, darüber hinaus. Silber versteckt. Aus einem Restaurant in der Chancer Lane verschwindet ständig Silberbesteck. Und das haben wir ja als Hinweis gehabt, nämlich Metalldiebe. Könnte das mit den Metalldiebstählen in letzter Zeit zusammenhängen? Vielleicht weiß der Kellner ja was. So. Ja, das möchte ich mir doch angucken. Ciao, Bella. Sie sehen so wunderschön aus wie eh und je, Miss Layton. Oh, vielen Dank. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es solche Komplimente angemessen sind. Es gibt ja etwas, was ich Sie eigentlich fragen wollte. Sie hatten doch erwähnt, dass Besteck aus Ihrem Restaurant verschwindet, nicht wahr? Sie? Das ist richtig. Wieso fragen Sie? Nun, ich fragte mich, ob Sie schon herausgefunden haben, warum es denn verschwindet. War es am Ende doch ein Dieb oder auch ein Elster oder? Wir werden es gleich herausfinden. Vielleicht war es ja auch der herumlungernde Benny. Ne, weil er ja keine Pomponios verkaufen konnte, ne, irgendwie muss er sich ja. Na, wer weiß, wer weiß. Haha, also eigentlich war das alles nur ein simples Missverständnis. Oh. Es ist eigentlich völlig unspektakulär, wissen Sie, der Koch hat Besteck auf den Tisch gelassen und der Restaurantleiter fand es dann dort und dachte, es wäre aus Versehen liegen gelassen worden. Also hat er es dann woanders hingeräumt. Ach so, also ist in Wahrheit gar nichts verschwunden, sondern wurde nur von verschiedenen Leuten an verschiedene Orte gebracht? Wie lustig. War das beim Silbertablett auch der Fall? Ja. Sagen Sie nichts. Das Silbertablett ist also verschwunden, weil Sie es an sich genommen. No, ich. Bitte, Sie können die Wahrheit nicht von mir verstecken. Sie steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Ich, die Wahrheit sieht so aus. Ich habe es fallen lassen. Es fiel runter und war völlig hinüber. Ein Silbertablett, wenn das runterfällt, ist es doch nicht hinüber. Hä? Das ist ein sehr, sehr komischer Kellner. Ich hatte Angst, dass der Restaurantleiter wütend auf mich ist, also habe ich es versteckt. Je länger es unentdeckt blieb, desto schwerer wurde es, mein Missgeschick zu gestehen. Aber genau das werde ich jetzt tun. Ich erzähle dem Restaurantleiter alles, das verspreche ich. Gut.
Grazie, Miss Slayton. Sie haben mir den Mut geschenkt, mich meinen Dämonen... meinen Dämonen zu stellen. Oha. Ja, gut, dann tu das, lieber Kellner. Wie es sich für eine Gentlewoman gehört. Gern geschehen. Eine Gentlewoman, die einen außerordentlichen Appetit hat, die Gentlewoman. Hervorragend, Miss. Diesen fiesen Kerl hast du ja gleich durchschaut. Ha, du klingst ein bisschen verstimmt, Ernest. Vielleicht bist du einfach nur hungrig. Sollen wir was bestellen? Bestellen? Also, ich fange mit der Calzone feurig wie die Edna an. Nein, doch nicht. Die arglistige Aquapazza oder doch was anderes. Der Seeteufel für Teufelskerle. Wisst ihr was? Nein, ich nehme alle drei. Was? Das wirst du doch nie im Leben alles essen. Aber nicht, dass die Reste in meinen Fressnapf kommen. Okay, ja, sehr gut. Ach schön, so, das ist also das Finale an der Chancelin. Ich hoffe ja, dass wir alles gefunden haben, weil wir haben ja irgendwie, ich glaube auch in der Chancelin gar nicht nochmal, waren da nicht auch noch Leute, die wir noch nicht gefragt haben. Das ist ein bisschen schade, so wenn wir jetzt hier eh schon mal sind, können wir auch nochmal in Catrails Notizen gehen. So, Mord oder Shirl, der obdachlose Hund, der unter Amnesie leidet, wird eine Weile in der Detektei wohnen. Wie es aussieht, haben wir bald alle Hände voll mit einem neuen Fall zu tun. Inspektor Hastings hat angerufen. Also geht es jetzt zu Scotland Yard. Auf einen Besuch des Uferfests heute Abend muss ich wohl verzichten. So, und Und da haben wir nämlich die ganzen Sachen vom ersten Fall. Genau so, aber die gucken wir uns jetzt nicht an, sondern wie komme ich dann zurück? Ah, aufschließen, ja, das macht Sinn. Sondern, genau, widmen uns jetzt hier Scotland Yard. Aber ehe wir jetzt reingucken oder irgendwas tun, möchte ich natürlich alles erstmal abgrasen und gucken uns hier. Da haben wir einen Fahrplan. Wo wären wir nur in London ohne Busse? Ja, so. Wer von euch war denn schon mal in London? Ich persönlich war ja noch nie dort. Und da haben wir eine Münze gefunden. Und vor allen Dingen, hat es euch gefallen in London? So. Sogar von hier aus kann man sogar den Uhrturm sehen. Schaut mal. So, es ist wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ein wenig schwierig genau zu sehen, was hier mit meiner Lupe passiert, da auf dem Smartphone mein Finger davor ist. Puh, da oben würde ich wirklich kein Büro haben wollen. Stellt sich einer die ganzen Treppen vor. Ich gehe davon aus, dass dort die hochrangigsten Beamten ihre Büros haben. Und bestimmt auch unser Inspektor Hastings. So. Anscheinend musste man Scotland Yard neu bauen, weil das vorherige Gebäude so alt und heruntergekommen war. Okay. Genau, wir grasen natürlich alles erstmal ab. Ja, oder sprechen auch mit PK's Drive. Na, sieh einer an, wen haben wir denn da? Catrail Layton und Co. Schön, Sie im Jahr zu sehen, Ma'am. Inspektor Hastings hat für den neuen Fall nur ein recht kleines Ermittlerteam. Seine Auserwählten sozusagen. Und nach ihrer grandiosen Arbeit im Big Ben-Fall überrascht es mich gar nicht, dass sie zu ihnen gehören, Ma'am. Potzblitz, du hast dir ja schon einen Namen gemacht, Miss. Ja, und das bedeutet, dass ich auch diesen Fall hier lösen muss. Jetzt gilt es, Erwartungen zu erfüllen. Na, mal schauen. So, da war ja viel zu reden. So, jetzt gucken wir einfach mal schnell weiter, ob wir noch irgendwo eine Münze finden. Und genau, so. Was man nicht so alles hier herum... Es sieht ja ziemlich sauber aus. So, ich glaube, wir finden nichts mehr. Also, ich möchte da jetzt reingehen. Hallo? Entschuldigung? Hallo? Klopf, klopf. Poch, poch, poch.
Oh, stimmt. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir jederzeit in die Dediktei zurückkehren können. Immer wenn du zurückgehen möchtest, tippst du einfach auf das Symbol der Dediktei Layton. Ich habe Details zu allen Fällen an der Pinnwand aufgehängt. Du kannst also nach Belieben zu den Ermittlungen bei einem anderen Fall wechseln. Oder du spielst ein wenig mit dem Feng Shui des Büros herum, als die aktuelle Einrichtung nicht gefällt. Oh ja, ich möchte umräumen. Oh ja, 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 das möchte ich jetzt unbedingt tun. Lass mich jetzt umräumen, verdammte Hacke. Aha, so kann man also zu vorherigen Fällen wechseln, um Münzen zu finden. Oder Rätsel, so genau das werden wir nämlich, glaube ich, jetzt erstmal tun, zu lösen, die wir verpasst haben. Ja, und wenn du mal weniger ernst drauf bist, kannst du zur Entspannung auch mal umdekorieren. Ja, ich möchte jetzt richtig randalieren. So, ja, das möchte ich tun. Yeah. Du wirst jetzt für alle 5 gelösten Rätsel... Was? Du wirst jetzt für alle 5 gelösten Rätsel ein Interieurticket erhalten, das du gegen unterschiedliche Dekoartikel für das Büro eintauschen kannst. Dein Ernst? Du hast bisher 9 Rätsel gelöst. Ein Interieurticket. Das heißt, ich kann mir einen Dekoartikel aussuchen? Moment. Ja, unbedingt. Möchtest du? Ja, auch unbedingt. Ja, so, mach das richtig ins, schieb's ins Dirty rein. Oh Gott, nein, lieber nicht, das hört sich sehr pervers an. So, bewege die Lupe und such dir auf der Pinnwand den laufenden Fall aus, den du als nächstes angehen möchtest. Was bitte? Tippe das Feng Shui... Genau, das Feng Shui-Symbol ist, ein Sessel oder ein Stuhl. Unten links auf dem Bildschirm an, wenn du die Möbel umstellen und das Büro umdekorieren möchtest. Ja, ich möchte komplett alles rausreißen und randalieren. Bitte. So, was tun wir denn? Können wir dem Hund hier jetzt irgendwie sein Teil klauen? Und wie machen wir das? Suche dir an der Pinnwand einen Fall aus. Nein, ich möchte... Da, hier so, Feng Shui. Über das Symbol mit dem Feng Shui-Stuhl... Der Feng Shui-Stuhl... Wie möchten Sie Ihre Wohnung einrichten? Ja, bitte nur mit einem Feng Shui-Stuhl. Also ich habe keinen Feng Shui-Stuhl. Das ist ein doofes Wort. Kannst du das Büro der Dediktei Layton umgestalten? Ja, das möchte ich jetzt tun. Wähle aus, welchen Aspekt des Raums du ändern. Alles. Ich will alles radikal ändern. Es gibt 8 verschiedene Einrichtungsgegenstände, die du anpassen, wie mehr nicht. Räume, das hat so ein bisschen was von den Sims gerade. Ja, das will ich unbedingt machen. Das ist so total dieses Mädchen-Feature, oder? Ganze neue Stile für das Büro. Ja, ich möchte das jetzt alles gar nicht durchlesen. Das ist Learning by Doing hier. Ich möchte gar nicht, ja, pro 5 haben wir so. Sorge mit neuer Deko für frischen Wind in der Bude. Du kannst Interieur-Tickets gegen neue Möbel. Kann ich die auch kaufen? Dafür würde ich jetzt sogar echt mal reales Geld eigentlich investieren. So, erstmal gucken wir mal, was können wir denn... Ah, wir können also komplett, wir können die Wände ändern. In einem Blauton. In einem frischen Look. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Was ist das? Oha. Moppelkotzen rosa. Oha, das passt auch zu null. Edel und elegant. Lieb und leger. Ja, gut. Was können wir noch machen? Die Böden. Vintage. Momentan sind wir also vintage. Was ist das hier? Gedüncht. Klassisches. Der gute alte Linoleum. Oder schick. So, sehr schön. Dann haben wir die Vorhänge. Weiße Eleganz. Also momentan sind wir weiß Eleganz. Rosa. Das heißt, wir können alles in rosa karierte Flagge. Aha. Wobei, ich überlege ja, diese Catrail Layton scheint mir aktuell jetzt nicht so klassisch ladylike zu sein, sondern hat mehr so diese maskulinen Züge. Ich glaube, wenn es denn das Inventar zulässt, wir machen hier eher mehr so ein maskulines Zimmer, also sprich sowas hier mit Rennfahrer, Bremsstreifen und Krone. Damastvorhänge. Ach du Scheiße. Ach Mensch. So, Teppiche können wir auch. Ja, das finde ich schon wieder ziemlich geil. Diesen Union Jack und traditionell bunt gemischt. Okay, also den finde ich zum Beispiel schon mal ziemlich geil. Tische können wir auch. Verschiedene. Ein bezaubernder. So. Ob wir auf diesem Tisch auch die Zukunft hervororakeln können. Zeit für eine Feier. Okay. Der Partytisch. Weißer Tisch.
Ach Mensch, das ist so ein bisschen gerade wie bei Ikea rumshoppen. So, roter Stuhl. Also wenn der Stuhl rot ist, meine Lieben, dann macht euch Gedanken. Schwierig, was? Schwierig zu putzender Stuhl? What the fuck? Was ist denn ein schwierig... Wer bitte kauft sich einen schwierig zu putzenden Stuhl? Blauer Wildlederstuhl. Da würde ich eher sagen, schwierig zu putzender Stuhl. Königlich starrer Stuhl. Haha, schön, was haben wir denn für Sofas? Schwarzes Leder, schneeweißes Sofa, damit auch der rote Stuhl auf dem weißen... Nein, entschuldigt, es driftet gerade ab, das Niveau. Flaschengrüne Couch, Sofa im Urlaubsstil. Aha, okay. Ja, kann man machen. Und Kissen. Ach, die würden doch gut zu einem anderen Teppich da passen, ne? Ein Hoch auf Großbritannien, Grautöne, kuschelige Augencreme... Was? Kuschelige Augencreme? Ach, das finde ich gut. Kuschelige Augenkrebs. Ich glaube, wir werden uns als erstes den Augenkrebs holen. Das finde ich einfach, ja, das finde ich charmant. So, ja, wir wollen uns den Augenkrebs in die Bude holen. So, jetzt haben wir Augenkrebs. Möchtest du die Detail jetzt gleich mit diesem neuen... Ja, unbedingt. Der Augenkrebs muss... Zack, da Ding, da haben wir ihn. So, und mich würde interessieren, was passiert, wenn... Hallo, wir haben doch gesagt, ich möchte das austauschen. Da haben wir den Augenkrebs. So, und jetzt können wir auch noch ändern. Was möchten wir ändern? Wie immer halt. Retro. Ach komm, ich finde die Retro finde ich doch jetzt eigentlich ganz geil. Entschuldigung, meine Lieben, dass das jetzt alles so ein bisschen... Aber ich finde, das muss auch einmal sein, wenn ein Spiel so etwas anbietet. Ja komm, wir machen das jetzt, wir räumen einfach. Ich würde ja gerne auch die Dinge einzeln in die Hand nehmen und einfach mal durch die Gegend schmeißen hier.